Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Raiffeisen, Ihre Partner für alle Geldfragen. Einen guten Abend, herzlich willkommen bei der Sendung Geld. Sie sind das Rückgrat von unserer Wirtschaft, die kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der Schweiz. Angefangen vom Gewerbebetrieb im Dorf bis zur Produktionsfirma in der Stadt. Ohne KMU würde unsere Wirtschaft nicht zum Laufen kommen. Sie sind nicht nur Basis von unserem Wohlstand, sondern für ganz viele auch der Arbeitgeber. Doch was passiert, wenn der Patron oder die Firmenchefin von einem KMU plötzlich ausfällt oder altershalber die Leitung wand oder münd abgeben? Für viele Betriebe wird es dann kritisch. Man zeigt, was man unternehmen muss, damit die Nachfolgeregelung gelingt, ohne dass es Streit gibt oder die Firma sogar eingeht. Ich begrüsse Sie, Matthias Brunner, Vorsitzender der Bankleitung bei der Raiffeisen Bank Zug. Ja, viele KMU werden ja von den Inhabern selber geführt. Was muss man jetzt in guten Zeiten unternehmen, dass, wenn der Inhaber ausfällt, dass die Firma nicht gerade in Schräglage geratet? Gerade in guten Zeiten ist es wichtig, dass man das Thema anspricht. Eine Notfallliste kann da sicher gute Hilfe bieten. So eine Checkliste ist vor allem im Nachfolgefall sehr entscheidend. Da werden vor allem Notfallszenarien behandelt, aber auch die strategische Vorsorge wird thematisiert. Ganz wichtig sind ja auch Stellvertretungen und klare Strukturen. Wenn man jetzt als Junge einen Betrieb, eben ein KMU, übernehmen will, dann braucht das doch einiges auch Kapital. Wo kommt man das über? Ja, die Banken sind sicher ein geeigneter Ansprechpartner. Die prüfen die Sache auch sehr gern. Wichtig ist aber auch der Unternehmer, dass er auch einen eigenen Batzen im Betrieb einwirft. Er steht nicht nur unternehmerisch, sondern auch finanziell in der Verantwortung. Ein Problem in vielen KMU ist, dass vielleicht mal ein Patron trotz fortgeschrittenem Alter dann die Leitung trotzdem nicht will abgeben. Was kann man da unternehmen? Auch da gibt es rechtzeitig das Thema anzusprechen, und zwar immer und immer wieder. Wichtig ist auch, dass eine Familie dahinter kann stehen und dass aber auch der Patron auf die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden, aber auch gegenüber der Familie kann wahrnehmen. Immer wieder darüber reden, das Thema ansprechen. Typisch für KMU ist, dass ein Großteil davon Familienfirmen sind. Das gibt ihnen eine starke Verwurzelung, beinhaltet aber auch einige Risiken. Laut einer Studie von der Universität St. Gallen weisen 88% der Schweizer Firmen direkt oder indirekt familiäre Unternehmensstrukturen auf. Wenn mehrere Familienmitglieder im Betrieb beschäftigt sind, kann das allerdings Konfliktpotenzial beinhalten. Im Vater, der die Firma aufgebaut hat, fällt es manchmal nicht einfach, seinen Söhnen oder Töchtern genügend Spielraum zu lassen. Gefährdet sind Familienfirmen auch, wenn die Ehe der Gründerfamilie auseinandergeht oder die Erben nach dem Tod des Gründers Geld sehen wollen. Ja, Matthias Brunner, wo sehen Sie gerade für Familienfirmen im Hinblick auf die Nachfolgeregelung die grössten Gefahren? Eine der grössten Gefahren ist ganz klar, dass man das Thema sehr spät angeht. Wichtig ist, rechtzeitig das Thema zu thematisieren. Der Unternehmer ist nicht allein. In der Schweiz gibt es jedes Jahr etwa 12'000 Familienbetriebe, die sogenannte Nachfolgelösungen anstreben und auch planen müssen. Wichtig ist, dass man das Thema wirklich angeht, aber auch mit der Familie. Entscheidend ist auch, dass ein Unternehmer eine Beratung zuzieht. Da gibt es sehr wichtige, ich denke, den Steuerberater, den Immobilienfachmann. Bei Raiffeisen gibt es ein spezielles Unternehmenszentrum, ROZ. In der Westschweiz ist die erste Ansprechperson ist in Baar. Die Leute helfen sehr gern, unkompliziert, die Leute mit den richtigen Experten in Verbindung zu bringen. Gut, wenn es eben nicht gelingt, dann ist es schon einige Mal vorgekommen, dass so Familien-KMU verschwindet. Was muss man speziell als Familien-KMU unternehmen, damit so eine Nachfolgeregelung gelingt? In der Regel dauert so eine Nachfolgeregelung 4 Jahre. Es braucht Zeit. Wichtig, auch da rechtzeitig das Thema angehen, die Umsetzung zu planen. Das ist sehr entscheidend. Und auch in den Umsetzen. Aber auch im Familien-KMU sehr entscheidend, die Familie zu integrieren. Die müssen mitreden, dass man da auch wichtige Schritte machen kann. Und dass es einem auch gelingt, den Prozess durchzuziehen. Auch wenn er manchmal in Stocken kommt,
ist es wichtig, vielleicht auch mal eine Vertrauensperson beizuziehen. Ganz kritisch wird es, wenn ein Inhaber stirbt. Wie kann man sich absichern, damit ein KMU, ein Familien-KMU weitergeht? Und auch dann, wenn beispielsweise einige Erben das grosse Geld wechseln? Das ist ein grosses Thema. Ich denke, eine Familie muss hinter dem Betrieb stehen. Das ist wichtig. Dazu braucht es aber auch ein grosses Vertrauen von den Familienangehörigen. Das muss ein permanentes Familienthema sein. Nur so gelingt es auch dem Patron, eine Vertrauensgeschichte innerhalb der Familie aufzubauen. Eine sehr grosse Chance. Und auch da immer wieder darüber reden. Danke vielmals für die Tipps, Matthias Brunner. Eine systematische Planung braucht es auch für die Altersvorsorge. Erst recht, wenn man noch Wohneigentum besitzt. Kann man seine Wohnung oder sein Haus noch behalten, auch wenn es im Alter das Budget schmäler wird? Oder soll man im Hinblick auf das Alter sein Haus rechtzeitig verkaufen? Und auf was müssen auch künftige Hausbesitzer für ihre Altersvorsorge beachten? Mehr dazu erfahren Sie heute in einer Woche wieder hier bei uns bei Tele 1. Ich wünsche Ihnen einen positiven Abend mit viel Freude. Bis bald. Sendung Geld mit Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung und Raiffeisen, Ihre Partner für alle Geld.